glaube, da muss man eben auch, finde ich, sensibel genug bleiben, zu achten auf die Sprache des Körpers. Ja. Oder, ja. Erstmal schön, dass du Zeit hast, Joy. Ich freue mich total. Ich auch. Wir sehen uns ja meistens so entweder beim Laufen oder ich habe dich Huckepack bei einem Workout irgendwo. Also wir haben auch schon irgendwie so eine kleine Sportgeschichte zusammen. Ja. Ne? Ja, wir haben eine Sportverbindung. Was machst du eigentlich gerade so für einen Sport? Was tut dir am meisten gut? Machst du eine Kombination aus manchen Sachen? Es ist immer bei mir mit dem Sport so eine Frage von Phase oder sowas. Also es gibt Phasen, in denen laufe ich total intensiv und dann interessiert mich eigentlich auch nur der Lauf an sich und auch sich darin zu steigern und auch genau zu beobachten, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken oder diese Momente innerhalb von so Distanzen, diese Emotionen, die man da so durchläuft. Voll. Wirklich. Und dann gibt es aber auch so Phasen, da bin ich eher in so Cross-Training unterwegs und manchmal, also so in meinen Hochphasen, kombiniere ich die beiden auch. Aber ich kann nicht sagen, ich mache nur das mit großer Vorliebe oder nur das. Das ist immer wirklich so ein bisschen abhängig so von der Verfassung, in der ich gerade bin, der Lebenslage. Wenn du manchmal einen schlechten Tag hast und dich nicht so schlecht motivieren kannst oder so schwer motivieren kannst, sagen wir es eher so, gibt es dann irgendwas, was dich triggert, zu sagen, okay, ich mache heute Sport, weil danach fühle ich mich irgendwie besser oder ausgeglichener oder... Ich kann mich schon zwingen. Ja. Ich kann mich schon zwingen, Sport zu treiben, einfach aus einem Prinzip heraus. So, und es ist aber glücklicherweise gar nicht so oft der Fall, wenn man in so einem Modus drin ist, so, wo man das Gefühl hat, das gehört einfach irgendwo zum Tagesablauf dazu, dass man sich zwingen muss. Wenn man sich zu oft zwingen muss, dann muss man vielleicht auch mal kurz überlegen, Pause machen und auch sich fragen, also was bewegt den Körper dazu, sich so zu wehren gegen was. Ich glaube, da muss man eben auch, finde ich, sensibel genug bleiben, zu achten auf die Sprache des Körpers. Ja. Oder, ja. Weißt du noch das Gefühl, vielleicht nicht gleich nach deinem Halbmarathon, aber so ein paar Tage danach hast du noch mal gesagt, weil man hat natürlich schon auch Ängste, schaff's nicht oder jetzt tut mir irgendwie was weh oder um Gottes Willen, ich kollabiere oder mich rennt jemand um und ich fall hin oder so. Ja. Wie war das bei dir beim Halbmarathon? Also ich hatte natürlich irgendwie so ein bisschen Muffesausen, so, weil ich diese Distanz eben ein, zweimal vorher nur gelaufen bin. Und ich hatte vor diesem Halbmarathon wahnsinnig viel zu tun, war ganz viel im Studio. Und am Tag des Halbmarathons war ich direkt nach dem Halbmarathon im Studio verabredet. Und insofern, ich hatte gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Also vor dem Marathon natürlich, Mensch, schaffe ich das und so. Und dann war es irgendwie machbar, total. Ja. Aber danach bin ich sozusagen in meine Base zurückgelaufen, habe meinen Rucksack mit den Wechselklamotten schon dabei gehabt und bin mit dem Rucksack vom Marathon, Halbmarathon, direkt ins Studio gefahren und musste singen. Also das war dann auch schon wieder vorbei, der Moment. Das war dann so, also weil du wusstest, was danach kommt, hast du gar nicht darüber so nachgedacht? Es gab keine Zeit. Was brauchst du für dich, um glücklich zu sein? Es ist, glaube ich, etwas allgemeiner oder so oder größer. Die Idee von Glück oder so ist für mich also ganz klischeehaft erstmal Gesundheit.